Das Teufelshühnchen. Mich hasst er am allermeisten. Und seine Rache an mir ist bestimmt geschmackvoller als mein herzhafter Eingeweide- und Kruste-Party-Mix. So, wir benutzen das Boot. Geht das? Es hat ein riesiges Loch im Boden. Es würde sinken. Oh nein. Können wir das zukleben oder so? Der Kleber nützt hier nichts. Oh weia. Also es geht nicht, ne? Na gut, ne? Da können wir nichts machen. Verstopfen? Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Es macht das Boot völlig seeuntüchtig. Ja, scheiße, ne? Ja, dann gehen wir wieder, ne? War wohl nix. Aber wir hätten die Karte. Jetzt kommt's. Wir haben die Dingskarte. Dann wollen wir doch nochmal in die Taverne gehen. Mal gucken, was passiert, wenn wir die Karte haben, ne? Ne, Große. Ja, hier so, da glaube ich, oder? Es gibt verschiedene Pfeile. Hier hinten können wir eh nichts machen. Dann sind wir schon da. Hallo, kleiner Scheißer. Können wir hier irgendwas verkleben? Nee, das bringt ja nichts, ne? Der Kleber nützt hier nichts. Ja, hab ich mir schon gedacht. Also, wir sind hier. Hier rein, ne? Haben wir, warte mal. Reservierungsbeleg. Wir haben jetzt einen Reservierungsbeleg. Haben Sie eine Reservierung? Ja, habe ich. Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Sehr gut. Suchen Sie sich einen Platz aus, Mr. Verzeihung. Mrs. Kriegwut. Mrs. Oh Gott. Okay. Heiß Hühnchen. Wir gehen erstmal gucken, weil wir wollen jetzt nicht. Das ist das fettigste, krustigste, abscheulichste Hühnchen, das ich je gesehen habe. Können wir es mitnehmen? Ah, ja. Was? Er hat unser geräuchertes Hühnchen nach Kajunart. Nach Kajunart? Können wir das mitnehmen? Ich will es noch nicht einmal ansehen, geschweige denn anfassen. Ruhiger Stammkunde? Er ist furchtbar zurückhaltend für einen Piraten. Können wir den Hut mitnehmen? Hey, Mister! Mister, hören Sie? Nehmen wir... Oh. Ah! Es ist einer aus LeChucks Skeletthorde. Ey, guck mal. Ei, ich habe mich um sein kleines rotes Beiboot gekümmert, aber ordentlich. Die Untoten, die unter uns wandeln, müssen zweifellos vernichtet werden, damit ihresgleichen nicht die Welt der Lebenden überrennt und verpestet. Ei, und er hat sich über meine Hühnchen beklagt. Oh. Messer, Messer, Messer. Nein, so, Messer mitnehmen. Geil. Können wir den Schädel mitnehmen, oder? Sehr ruhiger Stammkunde. Dieser ganze schmutzige Schauplatz schreit regelrecht nach Streit. Und das da hier steht, fragt mich nach Grim Fandango. Ich will nicht, dass mich die Leute immer nach Grim Fandango fragen. Also hier ist feines Hühnchen. Können wir denn hier jetzt... Er ist tot, ich will ihn nicht anfassen. Ja, dann lass es halt. Gut, also hier ist nichts mehr, ne? Ruhiger Hühnchen... Stammkunde, Kuchenform. Können wir die mitnehmen? Die können wir mitnehmen. Können wir das mitnehmen? Den können wir auch mitnehmen. Gut, wir haben einen Keksschneider, Kuchenform, ein Messer. Boulder. Da oben. Vielleicht können wir das Schiff mitnehmen. Ich wünschte, es wäre ein richtiges Schiff, mit dem ich nach Blood Island segeln könnte. Können wir das mitnehmen? Da komme ich nicht dran. Bild. Das Teufelshühnchen. Das ist ein krasses Hühnchen, ja. Haue, haue, haue. Da. Sparmenü. Zwei Hähnchenschenkel plus super Krautsalat. Sieht wie ein gutes Angebot aus, wenn man Krautsalat mag. Okay. Warte mal, Brigitte. Wir können in die Küche gehen. Können wir nicht. Aber hier gucken nochmal, ne? Hier gibt's auch nichts. Traditioneller Grog, gebraut auf altmodische Art. Die unhygienische Art.
Okay, wir haben hier nichts. Wir haben Podest. Kann man da was klauen? Es ist das Podest des Maître d'Eux. Maître d'Eux. Können wir da was klauen? Es sieht zu schwer aus, um es herumzutragen. Keks, Butterkekse, können wir die mitnehmen? Wir können mitnehmen. Können wir noch eins mitnehmen? Ich brauche keine weiteren Kekse. Okay, hier ist nichts mehr, ne? Nicht, dass wir dann hier was vergessen haben. Ne, Reservierungshandbuch. Können wir da reingucken, oder? Es ist das Reservierungsbuch des Restaurants. Mehr ist nicht, ne? Gut, dann gehen wir mal raus. Also hier haben wir nichts, ne? Wir haben jetzt komische Sachen, wo ich überhaupt nicht weiß, was wir jetzt machen sollen. Hier kann man... Ah, man kann hier so rüber. Warte, wo war denn das jetzt hier? Ah, okay. Geht er jetzt wieder da rein? Vielleicht müssen wir mit dem reden noch, ne? Man weiß es nicht. Gehen wir mal rein hier wieder, ne? Vielleicht müssen wir echt mit dem Typen reden. Also die Jacke können wir immer noch nicht nehmen. Sieht zu groß für mich aus. Ja, dann wächst er halt noch ein bisschen, dann geht's. Ja, hallo. Ja, wir reden noch mal mit dir, ne? Entschuldigung. Boah. Kann ich bei deiner Show mitmachen? Lass mich offen sein. Du hast einfach nicht die Hände eines Speerträgers. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich das höre. Bitte, kann ich bei deiner Show mitmachen? In einer Aufführung im Kindergarten habe ich einen Baum gegeben. Wir haben schon einen Baum. Oh. Okay. Warum kannst du nicht zum Originaldrehbuch zurückkehren? Oh, die süße, süße, bittere Ironie des Ganzen. Nun, da du bestätigt hast, dass ich nicht wieder gutzumachenden Humbug produziert habe, habe ich mehr oder weniger die Garantie, einen finanziellen Erfolg vor mir zu haben. Warum finde ich das merkwürdigerweise ermutigend? Okay. Kann ich dir bei den Proben zu diesem schrecklichen Stück zuschauen? Ich würde vorziehen, wenn nicht. Ich werde nervös, wenn ich beobachtet werde. Mhm, da bist du Schauspieler, ne? Mhm. Bitte, lass mich dir beim Proben zuschauen. Ich würde vorziehen, wenn nicht. Und hör auf zu jammern. Nein. Bitte, lass mich dir beim Proben zuschauen. Ich würde vorziehen, wenn nicht. Du siehst vielleicht das überraschende Ende von Romeo und Julia. Romeo und Julia sterben? Eigentlich passte dieses Ende nicht zu unserer Zielgruppe. Okay. Soll ich nochmal jammern, oder? Bitte, kann ich bei deiner Show mitmachen? Tut mir leid, das ist eine Einmann-Show. Hey, was bin ich? Gehackte Leber? Nein, keine Leber. Leber hat eine ansprechendere Bühnenpräsenz. Okay. Was ich natürlich wirklich will, ist Regie führen. Wieso? Ich habe immer von meiner eigenen Produktion geträumt. Titus Andronicus auf dem Eis. Brillant. Mhm. Und jetzt haben wir nur so die zwei, ne? Okay, das ist nichts für ihn, ne? Und dann? Und mit dem reden können wir immer noch nicht richtig, ne? Ich denke, ich lasse ihn seinen Text lernen. In der nächsten Szene werde ich... Ja, aber das ist doch... Pipifatz. Können wir denn jetzt das nehmen? Nee, ne? Ich brauche keine Requisiten. Und eine Perücke? Nein, ich mag den natürlichen Look. Na, es muss doch hier irgendwas... Gibt's gar nichts mehr, ne? Wir haben Lime. Kekse. Ja, irgendwie was backen können wir auch nicht, ne? Wir haben ein kaputtes Boot. Müssen wir da noch mal rein? Ich glaube eher nicht, ne? Hier haben wir eigentlich schon alles getan. Und hier hinten? Da haben wir zu wenig geredet mit dem Typen. Da hier. Da muss bestimmt irgendwas gehen hier. Wir müssen noch mal mit dem quatschen, glaube ich, ne? Hi. Ja. Gib mir ein Handtuch, junger Mann. Diese Handtücher sind nur für Clubmitglieder. Mhm.
Wie wär's mit einem Handtuch? Ich kenne den geheimen Händedruck. Seit Thorsten Hakenhand Eddington letztes Jahr eintrat, gab es beim geheimen Händedruck immer eine Sauerei. Wir haben keinen mehr. Aber alle Mitglieder wissen das natürlich. Okay. Ich bin's. Biff vom Polo-Team. Mein Pony wirft bald. Schnell, koche ein bisschen Wasser und gib mir ganz viele Handtücher. Das kaufe ich Ihnen nicht ab, Mr. Schmutzpirat. Der einzige Weg, an ein Handtuch zu kommen, ist, ein Mitglied des Clubs zu sein. Aber wir haben keine Mitgliedskarte. Ich spiele mit dem Gedanken, einem Club für stinkreiche Herrschaften beizutreten. Wo kann ich mich einschreiben? Nun, so einfach ist das nicht. Zuerst werden Sie auf unsere Warteliste gesetzt. Das kann einige Monate dauern. Oha. Dann kommen Bonitätsprüfung, Referenzen, Familiengeschichte, der mündliche Vortrag und die schriftliche Prüfung, die sich hauptsächlich mit spanischen Schätzen, Plünderei und Golf in der Karibik beschäftigt. Und zum Schluss unser Interviewverfahren in 14 Schritten. Und dann gehöre ich zu eurem Club? Nein, ich fürchte, dass ich danach gegen ihren Beitritt stimmen müsste. Super. Ja, das können wir. Was ist, wenn ich ein bisschen abwasche? Kann ich dann eurem Club beitreten? Es ist nichts Persönliches, aber die Clubgrundsätze legen den Ausschluss fest. Für jeden, dessen Geruch oder Erscheinung die anderen Mitglieder anekelt oder beleidigt. Das verstehen Sie sicherlich. Nein. Gib mir etwas von diesem Speiseöl. Das Öl ist nur für die Hamburger gedacht. Es bleibt hier. Hey, was für ein Zufall. Ich komme aus Hamburg. Dann wirf das Baby mal rüber. Sie sprechen nicht wie ein Hamburger, Sie sehen nicht wie ein Hamburger aus und Sie ahnen nicht, wie sehr Sie mir auf die Nerven gehen. Na, du Scheißdreck. Frittenalarm, gib mir alles Öl, das du hast. Sorry, solange ich hier das Sagen habe, wird Ihnen nichts ausgehändigt. Reich mir bitte das Speiseöl. Nichts zu machen. Ich bin nicht befugt, irgendjemandem Kochvorräte auszuhändigen. Ja, aber... Bitte, kann ich eurem Club beitreten? Es besteht keine Möglichkeit, dass dieser Club sie aufnimmt. Tut mir leid. Scheißendrick. Haben wir alles schon durchgemacht, ne? Ich gehe dann besser. Ah, je. Also wir brauchen irgendwie die Karte. Schwierig, ne? Wo können wir denn hier eine Karte haben? Vom Schiff können wir nicht. Jagdbucht können wir jetzt hin. Schlumpf. Da, wieso kommt er eigentlich immer hier entlang? Ja, Matschepfütze? Meine ich nicht. Wir gehen mal hier zu ihm. Vielleicht hat er ja irgendwie eine Ahnung. Hallo? Nee, hier ist nichts, ne? Wir sollten vielleicht mal mit ihm wieder reden, ne? Entschuldigung, aber... Was bist du nur für ein glücklicher Pirat? Ich? Du hast Gold entdeckt, Junge! Habe ich? Gold, Gold, Gold! Goldene Hühnchen-Nuggets! Oh. Ein Schatz frisch aus der Tiefkühltruhe. Nun, was kann dir der nette alte Captain Blondbart zu essen bringen? Das klingt ja... Ich nehme den gerösteten Kehlappen-Maulwurf. Das haben wir nicht mehr, fürchte ich. Eigentlich habe ich gar nichts mehr. Kein einziges Schenkelchen ist übrig. Alles, was ich noch habe, sind diese Biscuits. Und ein paar Bottiche unseres besonderen Ipecac-Salats. Na, wie ist der Ipecac-Salat? Nicht schlecht. Aber nach 15 Minuten hast du wieder Hunger. Also hier, ne? Normal, ne? Hier, haben so. Sie Lust, meiner Mannschaft beizutreten und nach Blood Island zu segeln? Was? Ich soll meinen Laden unbewacht lassen? Nun, du heimtückischer Gauner! Du hast Glück, dass ich nicht meinen Schneebesen raushole und dich aufspieße! Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ich habe nur gefragt. Entschuldigung, ich bin so gereizt wie ein gestrandeter Wal in Nantucket. Was stimmt denn nicht? Dieser Schrecken streift durch den Dschungel von Plunder Island. Ein 7 Fuß großes Monster ist er. Und er hasst alle Menschen gleichermaßen. Seine übernatürliche Wut brennt heißer als die Kohlen, die man braucht, um 1 Million seiner Sorte zu rösten. Er ist El Pollo Diablo. Das Teufelshühnchen. Das Teufelshühnchen! Das Teufelshühnchen. Mich hasst er am allermeisten. Und seine Rache an mir
Ist bestimmt geschmackvoller als mein herzhafter Eingeweide- und Kruste-Party-Mix. Was hat es getan? Er hat alle meine Hühnchen freigelassen. Hat sie in die Wildnis zurückgebracht, damit sie durch den Dschungel streunen, wie die Mutter Natur es wollte. Und jetzt habe ich einen großen Auftrag zu erledigen und keine Hühnchen dafür. Aber ich weiß, er ist mit mir noch nicht fertig. Mein Geschäft zu ruinieren war nur der erste Schritt. Eines Tages wird er zurückkehren. Meinetwegen. Aber merke dir, ich bin bereit. Und mit einem 7 Fuß großen Hühnchen wird mein Geschäft wieder aufblühen. Okay, ein bisschen durchgedreht. Hühnchen, Goldzahn haben sie da. Boah. Das ist ein Land. Ja. Schönen Goldzahn haben sie da. Ei! Es glänzt wie die goldene Schicht aus Fett auf meinem köstlichen gebackenen Hühnchen. Okay. Möchten Sie nicht mal aus Ihrem Laden herauskommen? Ei, ich bin gerne draußen, besonders am Strand. Nun, ich bin Mitglied des Brimstone Beach Club. Oh, ey, bin da schon seit Jahren Mitglied. Wie wurden Sie Mitglied? Ich habe Ihnen angedroht, Sie alle aufzuspießen. Dann habe ich meine Mitgliedskarte verloren. Zuletzt war sie in meiner Brusttasche. Ich glaube, okay. Ich war in meiner Küche und habe was zu essen gemacht. Dann musste ich fürchterlich niesen. Oh, das war übel. Na egal, ich lasse mir von denen einfach eine neue ausstellen. Okay, er hat die Mitgliedskarte verloren. Ich lasse sie jetzt weiterarbeiten. Ei! Okay. Button. Vielleicht können wir ja den Button haben oder so. Irgendwas muss da ja... Da steht, fragt mich nach Grim Fandango. Es muss ja hier irgendwo rumliegen, oder nicht? Fuß. Können wir den mitnehmen? Juppa! Mitnehmen? Das möchte ich nicht. Okay. Aber das muss ja hier irgendwo liegen, ne? Sehr ruhiger Stammtischkunde. Dieser ganze schmutzige Schauplatz schreit regelrecht nach Streit. Wir kommen nicht in die Küche rein. Können wir den mitnehmen? Er ist tot, ich will ihn nicht anfassen. Warum nicht? Komm, sei kein Weichei. Also hier liegt irgendwie nichts rum, ne? Was war das? Keksfass? Irgendwo muss ja hier ein Ding sein, ne? Podium. Können wir ja nichts mitnehmen, ne? Da oben auch nicht. Es sieht zu schwer aus, um es herumzutragen. Wir müssen irgendwo die Karte... Die Karte können wir da rein? Nee, ne? Da oben hin können wir auch nicht. Nein. Okay. Nochmal reden mit dem. Ah, vergessen Sie's. Okay. Wenn wir hier reingehen, kommen wir da auf der anderen Seite raus. An die Küche können wir nicht rein. Oh, da haben wir nicht geguckt, ne? Hier oben sind wir. Gehen wir da zurück. Können wir... Da ist nichts, ne? Man kann auf der anderen Seite nicht rein. Abflussrohr. Können wir das benutzen? Da ist nichts drin. Und ins Fenster können wir auch nicht. Auf dem Baum können wir auch nicht. Wir müssen ja irgendwie in die Küche kommen, oder nicht? Das ist die Frage. Hier Fenster geht nicht. Seitentür geht auch nicht. Da kommen wir auf die andere Seite raus. Ist das irgendwas mit dem Abflussrohr? Leim. Vielleicht können wir ja das verstopfen oder so, ne? Aber regnet ja nicht. Das bringt ja auch nichts. Der Kleber nützt hier nichts. Ja, habe ich mir schon gedacht hier. Kuchenform. Das funktioniert. Und was mache ich da? Nichts. Ach, das ist zum Waschen. Zum Dingsen. Okay, warte mal. Warte mal, hier. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Okay. Das hier bestimmt auch nicht. Und zum Aufsammeln auch nicht. Das ist ja doof. Können wir vielleicht... Mit dem haben wir das Buch noch nicht probiert, ne? Wir haben das Buch. Können wir mit dem das Buch benutzen? Nein. Doch. Bock! Was war das? Bitte, was? Ich bin es, der Geist von El Pollo Diablo. Zurück!
Zurück, du Geflügeldämon! Kleiner Scherz. Sie kleiner Schlingel! Okay, wir haben immer noch nicht die Karte. Der hat die Karte verloren. Aber wo soll die Karte sein? Feines Hähnchen. Will er da nicht nehmen, ne? Hat er gesagt. Ein ruhiger Stammkunde. Ich will es noch nicht einmal ansehen, geschweige denn anfassen. Ja, dieser Button muss doch irgendeinen Sinn haben hier. Ja, aber in die Küche können wir auch nicht, ne? Können wir denn da rein? Das wäre doch nicht schlecht, das ist doch verloren. Scheißendreck. Captain Bloodboard. Podium. Ja, hier ist nichts, ne? Der muss das ja irgendwo verloren haben, ne? Nee, da war nichts. Und hier am Boden ist auch nichts, ne? Er hätte gesagt, er hätte genießt. Hühnerstall. Können wir da gucken? Hier ist alles nichts, ne? Hier ist nichts. Nichts. Es ist ein Hühnerstall, aber ich sehe keine Hühner. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ja. Müssen wir vielleicht... hier hinten können wir auch runter, oder? Na, geh mal hier entlang. Hier hinten ist nichts, ne? Hier, der kleine Hosenscheißer, der hat bestimmt nichts. Hier unten, hier hinten. Okay. Aber da würde ich sagen, das schauen wir uns nächstes Mal an. Ob wir was finden oder nicht. Bis dann.